So, willkommen bei Ich sag's dir, die AfD Heilbronn. Wer es noch nicht mitgekriegt hatte auf meinen anderen beiden Kanälen, auch da ging es heute nur um, ach du meine Güte, was habe ich gemacht? Nur um die Rede von, ja, also Heilbronn, AfD war da, hier gibt es jetzt Stefan Brandner auf Ich sag's ja, ist Alice Weidels Rede zu hören, stark, und bei Ich sag's euch ist die Rede von Tino Chrupalla. Und nun starten wir mit Stefan Brandner. Danke. So, die Getränke werden eben serviert. Am besten Whisky-Cola. Ist die Gruppe noch so klein? Einer muss der Letzte sein. Ist ja jetzt bei der Rede hier auch so. Die Schwerkraft spielt nicht so ganz mit, aber wir kriegen das hin. So. Das wäre die Frage, wenn man so als letzter Redner da ist, fasst man nochmal irgendwie alles zusammen oder nochmal bücken? Das wird zu gefährlich. Ich habe auch so ein bisschen Ischias. Ah! Und da war das nicht förderlich, dass ich heute mit einem tiefer gelegten Opel Corsa auf der Rückbank sitzend von Gera nach hier gefahren bin. Also habe ich noch ein bisschen Ischias mehr. Also, diese Mitleidsgeschichte wollte ich eigentlich erst am Ende erzählen. Ich wollte eigentlich auch noch fragen, wenn hier ein Orthopäde im Saal ist, dann reden wir gleich nochmal miteinander, ob er morgen früh vielleicht mal so ein Stündchen Zeit für mich hat. Meine Damen und Herren, der liebe Gott, die Wetterabteilung des lieben Gottes, glaube ich, ist kein Antifant, oder? Das haben wir heute draußen festgestellt, im Gegensatz im Gegensatz zum Bodenpersonal Gottes, das mich dazu verleitet hat, im letzten November aus der katholischen Kirche auszutreten, ist es beim lieben Gott anders. Wir haben es draußen gesehen. Und die Melange, der Tino hat es angesprochen, die Melange aus Omas gegen Rechts und letzter Generation, oh, die befruchten sich offenbar politisch gegenseitig. Okay, diese Melange hat heute ein bisschen unter dem Wettergott gelitten. Aber wir wissen, normalerweise ist der Himmel schön blau. Da freut man sich darüber. Wir haben jetzt erfahren, die Schlümpfe. Ja? Wir haben also Schlumpf bekommen. Die Schlümpfe sind schön blau. Und heute hier zum Auftakt haben wir mitbekommen, Parship ist offenbar auch bald blau. Ne? Wir haben das Hochzeitspaar heute erlebt. Und das war nicht das erste. Ich war bei den Fotos vorhin da hinten. Da haben sich schon zwei, das ist schon eine Stunde her, oder anderthalb, da haben sich schon zwei kennengelernt, haben schon ihre Handys ausgetauscht zum Foto machen und so. Ich glaube, da geht was. Die demografische Katastrophe wird heute Abend im Gefolge dieser Veranstaltung wahrscheinlich, zumindest in Heilbronn, beendet. Da bin ich überzeugt davon. Harmonie, ich bin zum zweiten Mal hier. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Damals war ich auch eingeladen, diesmal glaube ich nicht vom Kreisverband, wofür ich mich auch heute herzlich bedanke. Damals hatte Franziska Gminder, die ich hier vorne in der ersten Reihe herzlich begrüße, liebe Franziska. Hallo. Ich darf Sissi sagen, das war immer eine der größten Auszeichnungen, die ich in meiner politischen Karriere bisher hatte, dass als Franziska Gminder sagte, Stefan, du darfst Sissi zu mir sagen. Oh, da wurde mir richtig warm ums Herz. Und dann hat Franziska Gminder vor einigen Jahren, ist es glaube ich schon her, mich mal hier nach Heilbronn in die Harmonie eingeladen. Und wir haben hier mit Willi Wimmer und Imad Karim, ich glaube sogar auf diesem Sofa, hier diskutiert. Das war sehr schön in Heilbronn. Was mich dann im Nachgang so ein bisschen beschäftigt hat, war, ich wurde nie mehr wieder nach Heilbronn eingeladen, bis heute. Und mich hat auch niemand mehr zur Außenpolitik befragt, auch bis heute. Also das war eine Veranstaltung, die wahrscheinlich in vielen Köpfen hängen geblieben ist. Gleichwohl bin ich natürlich auch gerne in Heilbronn. Mal gucken, wie lange Heilbronn noch Heilbronn heißen darf. Und da habe ich... vollstes Verständnis für Maximilian Krah, dass er sich schon so ein bisschen davon distanzieren wollte, von Heilbronn, und dachte, Heidelberg ist da so ein bisschen unverfänglicher. Also da hat der Krampf gegen rechts, hat er schon voll zugeschlagen, auch bei Max in Brüssel. Bombenstimmung hier, 4.500 Leute im Saal. Ich habe mal gerade geschaut, im Netz sind uns auch noch Tausende zugeschaltet und an einem Samstagabend, der jetzt auch nicht gerade zum Rausgehen einlädt.
Also in Zeiten, wo die Grünen, sage ich mal, ihre Parteiveranstaltungen, manche sagen, in einer Telefonzelle absolvieren können. Ich sage immer, nee, eine Gummizelle ist da viel besser für die Grünen, wenn die ihre Parteiveranstaltungen abhalten wollen. In so einer Zeit ist es schön, vor euch zu stehen. Der Max hat es gut ausgedrückt, also entspannte Gesichter hier, nicht so verhärmte Gestalten wie im Deutschen Bundestag, wenn man da bei den Grünen reinguckt. Und auch nicht so verhärmte Gesichter, wie man sie bei der Leipziger Buchmesse sehen konnte. Oder ich dachte, das wäre irgendwie live aus Pyongyang in Nordkorea. Diese Bilder, die uns da Claudia Roth in der ersten Reihe, also die sich da von einem Antisemitismus-Skandal zum anderen hangelt, aber immer wieder in der ersten Reihe sitzt. Und dann saßen alle da mit so mehr oder weniger selbst gebastelten Schildchen. Und was stand da drauf? Demokratische Wahlen jetzt. Stand gestern in Leipzig auf den Plakaten. Da dachte ich, welche Wahlen waren denn gestern? Also da waren gar keine Wahlen, das lässt man sich so einfallen. Demokratische Wahlen jetzt, genauso wie nie wieder ist jetzt. Das wird seit vielen Wochen und Monaten erzählt, aber ich sage mir, wenn nie wieder jetzt vor 3 Wochen schon war, wann ist denn, also wo ist denn da die Logik, dass nie wieder jetzt auch schon wieder ist? Also das muss man auch mal, kognitive Dissonanzen spielen da öfter mal, glaube ich, auch eine Rolle. Bei uns nicht, bei den anderen schon. Ernst Reuter, wer kennt ihn noch? Ernst Reuter sagte doch mal in Berlin, Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. So, sinngemäß. Ich sag, Völker der Welt, schaut auf diesen Staat. Schaut mal genau hin, was in Deutschland, im Jahre 2024 los ist. Und da könnte man natürlich jetzt stundenlang drüber fabulieren und erzählen. Fangen wir einfach mal an mit dem Thema gestern, Cannabisgesetz. Eine der zentralen politischen Ziele und Umsetzungsmöglichkeiten dieser Ampelregierung. Es gibt nichts Wichtigeres, das ist das zentrale Thema, als Drogen in Deutschland mehr zu legalisieren, Kiffen weiter populär zu machen und damit... Da muss ich sagen, ich habe selbst nichts gegen Cannabis. Manche finden, es ist eine Einstiegsdroge. Wenn du Bock hast, auf irgendwas anderes zu nehmen, dann nimmst du es auch so oder so. Ich finde es aber verwerflich, wenn einer mit Alkohol fährt, und da ist alles in Ordnung. Oder wenn ich mal einen Joint geraucht habe und nach 2 Stunden Auto fahre. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei mir nichts drin ist, ist wesentlich höher als derjenige, der Alkohol getrunken hat. Nur mal so zum Vergleich. Wenn man sich mit Drogen nicht auskennt... Hallo, mein Sohn. Dann ist es halt so. Aber wie gesagt, wenn du erwischt wirst und du fährst nach 24 Stunden Auto... Du hast vorher einen Joint geraucht. Du bist nicht mehr high. Du sagst gar nichts. Und Kiffer sind nicht diejenigen, die sich aufs Maul hauen oder die irgendwie gewalttätig werden. Das sind chillige Leute, die einfach nur ihr Leben genießen wollen. Mehr nicht. Also macht das Gras nicht immer so schlecht. Weil derjenige, der Auto fährt nach 24 Stunden, der wird behandelt wie ein Straftäter. Und das kann es da auch nicht sein. Ich bin kein Dauerkiffer, aber es kommt auch mal im Jahr vor, dass ich 1-2 Joints rauche. Ja, nur dazu. Also ich finde, Gras sollte legalisiert werden. Glaub mir, ich kenne mich sehr, sehr gut aus in der Branche mit den illegalen Drogen. Genau das Gegenteil wahrscheinlich zu erreichen von dem, was sie wollen. Da schaut man sich mal an, wer hat das in die Spur gesetzt? Lauterbach, Karl Lauterbach. Es gibt so im Bereich der Jura, der Jurisprudenz, gibt es immer die Besorgnis der Befangenheit. Wenn man als Richter oder als Beamter über Sachen entscheidet, die einen möglicherweise selber betreffen. Also aus meiner Sicht könnte es durchaus sein, dass es da nicht um eine Legalisierung nur von Cannabis geht, sondern auch um eine Legalisierung des Lebenswandels von Karl Lauterbach. Das könnte durchaus eine Rolle gespielt haben bei diesem zentralen Thema. Auch wenn man sich Habeck anschaut, ob der sich ausschließlich von Hafermilch ernährt, kann ich mir auch nicht so ohne weiteres vorstellen. Die CDU läuft jetzt durch die Lande und sagt, dieses Cannabisgesetz, das reißt uns alle in den Abgrund. Wir müssen dagegen sein, der Bundespräsident darf das nicht unterschreiben. Gut, Bundespräsident weiß ich jetzt nicht, was der auf seiner Wiese vorm Schloss Bellevue anbaut. Er darf das nicht unterschreiben. So läuft die CDU durch die Gegend. Wenn man sich mal anschaut, wie die CDU in dieser Woche im Bundesrat abgestimmt hat, und das muss man wissen, kein einziges
CDU-regiertes Bundesland hat im Bundesrat gegen dieses Gesetz gestimmt oder für die Vermittlung des für die Anrufung des Vermittlungsausschusses. Kein einziges. Der einzige, der so ein bisschen Widerstand gezeigt hat, war Kretschmer aus Sachsen, also der Gott sei Dank von Tino verhinderte Bundestagsabgeordnete, der dann leider in Sachsen Ministerpräsident wurde, aber wahrscheinlich nicht mehr lange ist. Der hat es noch hinbekommen, seine sächsischen Stimmen ungültig zu machen, aber kein CDU-Land hat sich dagegen ausgesprochen. Das ist Heuchelei pur in Deutschland, dass die CDU rechts versucht zu blinken, hinterher so tut, als hätte sie damit überhaupt nichts zu tun. Und es ist in vielen Bereichen so. Eine Sache am Rande vielleicht noch, ich habe es heute gelesen, was sehr interessant ist, Dresden, die Abstimmung über die Bezahlkarten, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, die Brandmauer ist gefallen angeblich, das hatte in Wirklichkeit viel einfachere Gründe. Wenn man News glauben kann, was ich heute im Netz gelesen habe, ist die Abstimmung mit einer Stimme Mehrheit durch den Dresdner Stadtrat gegangen. Es fehlte also einer auf der anderen Seite, um den Antrag der Bezahlkarte zu verhindern, und derjenige kam von irgendeiner linken Partei, und wo war der bei der Abstimmung? Der war kiffen. Der hatte eine Kifferpause eingelegt. Es ist also nicht alles schlecht. Wo viel Licht ist, da ist auch ein bisschen Schatten und umgekehrt. Also dank der Kifferpause eines Parteiangehörigen, die Partei, glaube ich, gibt es jetzt in Dresden bald diese Bezahlkarte. Die CDU und ihre Irrtümer. Das hören wir immer öfter, dass die CDU jetzt sagt, ja, wir müssen beispielsweise das Bürgergeld. Ne? Das ist ja, taucht ja überhaupt nichts. Wir haben Lohnabstandsgebot, brauchen wir doch. Und dann gucken wir mal hin, die CDU hat dem Bürgergeld zugestimmt im Deutschen Bundestag. Und danach läuft sie los, wir waren dagegen, danach läuft sie los und behauptet genau das Gegenteil. Energiepolitik. Ja, da haben wir uns vertan mit dem Kernenergieausstieg. Da ist jetzt zwar Deutschland ruiniert, aber wir gehen einen anderen Weg. Verteidigungspolitik, Wehrpflicht. Ja, da haben wir uns vertan mit der Bundeswehr, das funktioniert nicht mehr. Wir bitten um Entschuldigung. Einwanderungspolitik. Ja, von wegen, wir schaffen das, Merkel hat sich da vertan, da machen wir mal, hängen wir ihr so ein paar Orden um, stellen die irgendwo in so ein Abstellzimmer und sagen dann, wir haben uns vertan und machen jetzt aber richtig bürgerliche Politik, konservative, vernünftige Politik im Deutschen Bundestag. Das ist so durchschaubar, bei den Linksextremismus genauso, das Thema wurde verpennt von der CDU. Ramelow wird seit 4 Jahren im Amt gehalten von der CDU in Thüringen als Ministerpräsident. Das muss man sich vorstellen, ein Linksextremist par excellence von einer linksextremistischen Partei sitzt in Thüringen in der Staatskanzlei, nur weil Angela Merkel ihn da wieder hat einsetzen lassen und nur weil die CDU in Thüringen ihn unterstützt. Geht es noch verlogener, liebe Freunde, als diese CDU, dieser Misthaufen der deutschen Politik? Und es wird genauso kommen. In der Zukunft wird man sagen, ja, Entschuldigung, bei Cannabis, bei Bubatz haben wir uns auch vertan. Entschuldigung, das wollten wir nicht. Mit dem Ukraine-Krieg, ja, da haben wir uns auch vertan. Im Nachhinein, aber wir bitten um Entschuldigung und die Verantwortlichen werden weggelobt. Das heißt für mich, und es wird ja immer gesagt, liebe Freunde von der AfD, so werden wir angesprochen, wo sind denn eure Lösungen von den ganzen Problemen, die es in Deutschland so gibt? Ich sagte immer, es würde viel, viel weniger Probleme geben, wenn wir einfach regieren würden. Wir brauchen also nicht mehr Lösungsmöglichkeiten für Probleme, sondern wir brauchen einfach weniger Politiker, die Probleme verursachen. Das wäre schon ein Weg in die richtige Richtung. Potsdamer Treffen, Alice Weidel hat es angesprochen, ein Medien- und Geheimdienstskandal, wie praktisch das Korrektiv aus dem Bundeskanzleramt gefördert wird finanziell, wie praktisch, dass an der Nebentür im Bundeskanzleramt derjenige zuständig ist für die Koordinierung der deutschen Geheimdienste, wie praktisch, dass die vielleicht eine Verbindungstür zwischen ihren Büros haben, und dann kann man solch einen Popanz mit erstunkenen und erlogenen Aussagen, ich zitiere Alice Weidel sehr gerne, aufblasen und die Menschen hysterisieren und auf die Straßen treiben. Wie kommen so viele Menschen auf die Straßen? Eine These, die beim Aschermittwoch von mir, glaube ich, schon vertreten wurde, ist, es hat mit der Corona-Impfung zu tun. Denkt man sich, mit der Corona-Impfung? Ja. Also es konnte mir bisher keiner widerlegen, dass da möglicherweise 3 oder 4 Chips tatsächlich drin waren. Der erste Corona-Impfungschip war Corona-Hysterie, der zweite Chip war Kampf gegen den Klimawandel, der dritte ist jetzt Kampf gegen rechts, also die haben immer nur eine gewisse Verweildauer, diese Chips offenbar. Ich bin gespannt, was als 4., vielleicht 5. oder 6. Chip da noch in den Impfungen drin war, und lass mich gerne überraschen in der Zukunft, welche Massenhysterien da auf den Straßen ausgetragen werden. Klima gegen rechts, ich habe es ausgeführt. 2 Lieblingsworte habe ich noch. Eins davon heißt Konfabulation.
Das schon mal jemand gehört? Das ist, wenn jemand ein krankheitsmedizinisches Bild, wenn jemand frei erfundene, objektiv falsche Äußerungen ohne Bezug zur Realität, die der Betroffene trotzdem für wahr hält. Das ist Konfabulation. Also wir haben in Berlin, in der Regierung, haben wir eine Konfabulationskoalition, die einfach sehenden Auges durch die Bank, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, frei erfunden, objektiv falsche Dinge in Deutschland intronisieren. Dazu gehört dann auch dieser Krampf gegen rechts. Man will sich inhaltlich nicht wieder auseinandersetzen. Man hat 18 Geheimdienste auf uns angesetzt. 18 Geheimdienste. Ein Bundesamt für sogenannten Verfassungsschutz, 16 Landesämter für sogenannten Verfassungsschutz, der militärische Abschirmdienst. Und das sind nur die inländischen Geheimdienste, die sich mit uns beschäftigen und versuchen, uns zu zersetzen und uns diskreditieren. Gegen uns eingesetzt werden 17 Innenministerien mit insgesamt tausenden Mitarbeitern, mit Milliarden Etats, die sie im Kampf gegen rechts investieren oder ausgeben können. Und trotzdem sind wir so weit, dass wir Säle füllen, dass wir bei 20, 25, 30, 35 Prozent in den Ländern stehen. Vor dem Hintergrund habe ich gar keine Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür, dass im Krampf gegen rechts noch ein bisschen aufgestockt wird. Jede Milliarde im Krampf gegen rechts bringt uns 10% nach vorne. Vor diesem Hintergrund, lasst die anderen machen. Es wird sich Qualität am Ende durchsetzen. Und ist auch erforderlich. Wir waren mal ein Land der Dichter und Denker. Dann waren wir eine Zeit lang das Land der Kuscher und Pfuscher. Das war sozusagen die Phase der Corona Hysterie, der Corona-Maßnahmen. Inzwischen sind wir ein Land der Eskens, der Langs, der Spitzel und der Denunzianten. Und wer möchte von einem Land Gutes erwarten, das maßgeblich von Typen wie Esken oder Lang oder Kühnert oder Baerbock oder solchen Typen geführt wird? Gar nichts. Also man bestimmt sich natürlich immer auch dadurch, was an der Spitze eines Landes los ist. Damit ist es ja nicht damit getan, dass dann Typen wie Kühnert oder Lang nicht nur keine Ausbildung haben. Ich habe übrigens zwei, Industriekaufmann und Rechtsanwalt. Das heißt, ich würde schon die gesamte Grünen-Fraktion aushebeln mit meinen Berufsabschlüssen. Das Perfide ist ja, dass sie dann immer so als Studenten auch noch auftauchen. In diesem Kirchners Volkshandbuch, wenn man das liest, dann hat man, was Helge Lind zum Beispiel alles studiert hat. Das glaubt man gar nicht. Also das ist im Kleinstdruck im Kirchner nachzulesen. Und bei Lang und bei Kühnert ist es ähnlich. Die haben sich teilweise reingeklagt in Studiengänge, blockieren dann da Studienplätze. Ja, Kühnert blockiert einen Studienplatz für Jura oder hat ihn zumindest blockiert. Ich glaube, Frau Lang, man soll ja keine flachen Witze über Frau Lang machen, die blockiert wahrscheinlich mehr als einen Studienplatz. Nein, nein. Hallo. Weil sie mehrere Studiengänge belegt hat. Sie hat mehrere Studiengänge belegt, deshalb blockiert sie mehr als einen Studienplatz. Und dann haben wir natürlich die Qualifikationsmerkmale. Wir haben einen Kindergärtner als Landwirtschaftsminister, ist das nicht toll? Wir haben eine Antifaschistin im Bundesinnenministerium, Spitzname Fregatte Hessen, habe ich mir sagen lassen, von Dieter Nuhr. Fregatte Hessen, das ist diejenige Dame, die in Deutschland wieder populär gemacht hat, politische Botschaften über Armbinden zu transportieren. Wir erinnern uns alle an die Fußball-Weltmeisterschaft vor einigen Jahren. Gott sei Dank war die Tradition in Deutschland ausgestorben. Frau Faeser ist dazu zurückgekehrt. Da haben wir Borius Pistorius, ja? Tino, danke für diese Wortschöpfung. Borius Pistorius hat Eingang gefunden, auch in die Wortwahl im Deutschen Bundestag. Da habe ich heute gelesen, warum heißt der Boris? Er orientiert sich am Russen, die Eltern waren so Fans vom russischen Schriftsteller Boris Pasternak. Also wenn das der militärische Abschirmdienst mitbekommt, dann wundere ich mich. Außerdem hatte Borius Pistorius auch noch im Abitur Russisch. Also, da hört der Spaß aber nur wirklich auf, Leute, oder? Ich denke mal, wenn der MAD mal wieder Zeit findet, wenn er sich zwischen Abhörskandalen und dem Krampf gegen rechts noch mal ein bisschen verselbstständigen will, soll er mal auf Borius Pistorius achten, was sich da im Bundesverteidigungsministerium rumtreibt. Robert Habeck wurde schon erwähnt, immer für Witze gut. Robert Habeck hat sich gefreut, die Klimaziele in Deutschland wurden erfüllt. Juhu! Weil wir eine Wirtschaftskrise haben. Das heißt, das CO2 ist nicht weg, sondern nur woanders, das kennen wir ja. Aber dummerweise sind die Arbeitsplätze auch woanders, sozusagen dem CO2 gefolgt.
alles heiße Luft, außer bei uns. Da ist natürlich keine heiße Luft. Die CDU hat Abkehr genommen von der deutschen Leitkultur. Max, du hast doch angekündigt, das in deinen Reden immer zu erwähnen, was die CDU jetzt macht. Sie möchte keine politische Leitkultur, keine deutsche Leitkultur mehr vermitteln, sondern beschränkt sich jetzt auf ein kulturelles Minimum. Das ist der Anspruch der CDU. Wir wollen ein kulturelles Minimum in Deutschland. Liebe CDU, ihr seid ein politisches Minimum in Deutschland, rufe ich von hier aus gerne zu. Die wahre, konservative, bürgerliche, patriotische Zukunftspartei sind wir als Alternative für Deutschland. Ihr dreht euch von der CDU wie ein Fähnchen im Winde, aber wir sind, wie Bernd Baumann gesagt hat, wir sind der Wind. Und wir geben die Richtung vor für Freiheit, für Demokratie, für Grundrechte, für Gewaltenteilung, für gute Politik, für Deutschland. Vielen Dank. Das war nun die Rede von Stefan Brandner. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, unten drinnen könnt ihr einmal für mich und für meine Videos, dürft ihr gerne eine Spende da lassen. Entweder bei PayPal, ich sag's ja, oder info@sachs-media.eu oder mein Bankkonto bei Bunk. Gerne raufgehen. Mir eine Kleinigkeit da lassen. Ansonsten, wenn das nicht funktioniert und ihr das nicht wollt, dann mindestens ein Like, ein Kommentar. Und wenn ihr es nicht getan habt, auch gerne ein Abo. Damit danke, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, switch gerne rüber zu Ich sag's ja. Da ist die Rede von Alice Weidel oder von Tino Chrupalla ist die Rede von oder zu Tino Chrupalla bei Ich sag's euch. Somit, ciao.